Hallo Fans, ich wollte mich mal äußern zu dem Spitzenspiel. Nee, unser HSV gegen VfB Stuttgart. Also volles Haus hier, 57.000 Leute. Also hier brennt der Baum, nee, Sonntagnachmittag. Nee, oder so, ja, um 13 Uhr geht das los, Sonnabend. Und dann wollen wir mal sehen, wie das läuft. Also ich wollte noch mal Protekte dazu sagen. Also ihr könnt reden oder die ganzen Spezialisten können reden, was sie wollen. Stuttgart hat eine gute Truppe, auch von den Namen her. Wenn der sich richtig zusammenbringt, da, nicht, dann läuft das an Stuttgart. Und die Truppe ist auch teuer und dann das dazu. Ja, ich will sagen, der Bad Stuber ist nicht dabei. Das ist natürlich kein Nachteil für uns. Also weil wir nach vorne ja auch ordentlich spielen. Wir spielen ja allerlei Torschancen raus. Das haben wir wieder gesehen, nur wir müssen sie merken. Also im Grunde genommen ist das so, das Spiel da in Dings abhaken, das müssen wir abhaken. Dieses scheiß Unentschieden an Bielefeld und hier mit neuer Kraft ran. Jungs, ich will hier Eier sehen, ich will hier Kampf sehen. Also so sehe ich das. Aber ich habe eben gehört, hier bei den Abschlusstraining, Rick von Drongeln, der war nicht dabei. Ich hoffe nicht, dass Rick irgendwas Besonderes hat, der Unkaputtbare. Ich glaube aber nicht. Rick hat wohl irgendwie, was weiß ich da, ein kleines Wehwehchen, aber der wird wohl spielen. All die Wahl aus seinem Vater, sondern Geburtstag hat. Also da hat er sich schon drauf gefreut. Ich habe mit ihm noch ein Wort sprechen können. Ja, und die andere Mannschaft, die Aaron Hunt war wieder dabei. Das haben wir ja wieder gesehen, dass Aaron auch in Bielefeld gefehlt hat. Wenn das Ding mal ein bisschen langsamer gemacht werden muss oder mal das Spielerische durchkommen soll, da fehlt unser Aaron Hunt noch. Schade, dass der immer verletzt ist. Das ärgert mich auch ein bisschen oder das macht mich auch traurig. Sonst hätten wir schon den einen und den anderen Punkt mehr, so sehe ich das. Aber wie gesagt, es geht wieder bei Null los, Sonntagnachmittag um 13 Uhr und Peter freut sich schon. Also das muss ich schon sagen, das wird ein interessantes Spiel. Also tippenmäßig, da bin ich jetzt vorsichtig geworden. Also, aber ich glaube, da fallen allerlei Tore. Ich sage, der HSV gewinnt das 3-0. Das zum Ergebnis und noch was. Also Jungs, reißt euch den Arsch auf für die besten Fans der Welt. Das sage ich immer wieder, was die ja wieder geleistet haben in Bielefeld mit 4.000 auf Montagabend. Also für mich unbegreiflich. Also da müsst ihr was machen, das müsst ihr zurückzahlen, da habt ihr 2 Punkte verloren und hier müssen wir 3 gegen Stuttgart holen. Na, da fahre ich die dann natürlich auch. Ja, und noch was, nochmal zu den Spielern will ich mal kurz durchgehen. Mit den Fernandes haben wir jetzt wieder einen Torwart, einen sehr guten Torwart. Mir tut Polle immer leid, ich sehe ihn da hinten schon wieder rumdaddeln da mit alleine. Aber wie gesagt, ich kenne die ganzen Sachen nicht, was da gelaufen ist, ob das auch um Geld geht bei Polle, weiß ich nicht. Also, aber wie gesagt, das ist ja so, wie es ist. Und der guckt nicht nach links und nach rechts. Er sieht nur, er will den Erfolg haben, den wir alle haben wollen. Und das ist der Aufstieg und nichts anderes. Ihr glaubt doch nicht, dass Dieter Hecking hergekommen ist, um hier die zweite Liga zu trainieren. Der will aufsteigen und nichts anderes. Geld hat er genug. Der könnte nach den Malediven mit seiner Familie hinfahren und Dieter Bremser mitnehmen und mich auch noch zum Skat spielen. Das hat er gar nicht nötig hier beim HSV. Der will aufsteigen und nichts anderes und ich auch. Mensch, mit der Truppe muss man aufsteigen. Wir spielen technisch guten Fußball. Und ich sage euch nur eins, wenn die so eine Trainertruppe hat, Stuttgart ist ja keine Trainertruppe. Und noch was, ich freue mich auf Orel Mangala. Das war ein feiner Junge. Den hätte ich hier noch gerne weiter gesehen, aber wir haben jetzt Adrian Fein, der ist ebenso gut oder vielleicht noch besser als Sechser. Also Adrian ist ja für mich ein Granatenfußballer. Also wenn sie den halten könnten, Kühne, komm in Sack, komm in Beutel, reiß raus die Asche. Aber wie gesagt, das war das. Also ich hoffe, dass das ein schönes Spiel wird und das wird auch ein schönes offensives Spiel, glaube ich. Der andere Trainer von Stuttgart, gegen den haben wir ja noch was gut. Da haben wir 2-mal in Kiel verloren und hier 3-0 noch, wisst ihr das noch? Also es steht alles auf Sieg. Ich sage euch eins, es wird ein 3-0 und nichts anderes. So sehe ich das. Und unser Lukas, der haut auch wieder 1 oder 2 Dinge rein, so sehe ich das. Lukas, nicht überlegen, haut das Ding rein und dann ist Banane. So, der Frau Peter seine Worte, 3-0 gewinnen wir das. Und wenn wir das nicht gewinnen, geht die Welt auch nicht unter. Aber ich sage 3-0 und nichts anderes. Dieter und der Trainerteam, alles Gute und der Mannschaft natürlich auch alles Gute. Und seht zu, dass du den Rick noch fit kriegst. Das ist ein wichtiger Mann hin. Alles klar, nur der HSV. Hau rein, Jungs, ist Tango. Tschüssi, tschüss. Aus dem Volkswagen natürlich. Na, da seht ihr ja, wo ich bin. Alles klar, nur der HSV. Tschüss.